Belegte Betten 16, freie Betten 8. Also die könnten auch hier wirklich mal noch ein paar Biber-Nachkommen machen. PS ist 1 zu 1, muss dann später rechnen wegen PS. Okay, also wenn ein Gebäude 50 PS möchte, sprich hätte ich dann einfach bei einem Rad, was aktuell 105 macht, kann ich quasi zwei Räder bauen, also zwei Sägewerke. Energieversorgung, Nachfrage im Netz 105. Energieversorgung, / Nachfrage im Netz 105 ist die Versorgung, 50 die Nachfrage. Okay. Kann ich irgendwelche Fenster ausklappen? Was ist hier? Das hatten wir vorhin schon offen. Was ist das? Wohlbefinden? Globale Ansicht, Distrikt. Okay, gibt es dann wohl noch mehr wahrscheinlich. Zyklus-Tag, also Zyklus 1, Tag 12. Gibt es denn eine Wetterprognose? Ich würde hier noch gern länger arbeiten lassen, aber was heißt denn das? Was ist mit dieser Uhr hier oben? Der Förster ist fertig. Du kannst jetzt Bäume pflanzen. Wähle das Werkzeug Bäume und Büsche pflanzen und pflanze einige Kiefer. Bäume müssen ähnlich wie Nutzpflanzen bewässert werden, um wachsen zu können. Vergiss nicht, sie zum Fällen zu markieren. Ups. Möchtest du das Tutorial wirklich deaktivieren? Du kannst es. Nein, möchte ich nicht. Hier, da blinkt was. Bäume und Büsche pflanzen. Blaubeeren, Löwenzahn, Birke, Kiefer. Warte, dieses Wert. Okay. Ist ein Kiefer irgendwie besser? 12 Tage 2, 9 Tage 1. Ja, okay. 30 Tage 8. Holy shit. Ahorn, Kastanienbaum. Er gibt mir 4 bei 24 Tagen. Okay, wahrscheinlich geben die verschieden das Holz bei raus, oder wie verstehe ich das? So, wir spammen jetzt erstmal die Hütte voll. Holy! Gut, was habe ich erwartet, wenn ich Bäume pflanze? Umso schneller der Wasserfluss, umso schneller das Wasserrad. Okay, also das war doch vorhin schon schneller, glaube ich. Wie lange brauchen diese Bäume jetzt? Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Geil. Dann hört auf, Beeren zu sammeln. Es kann eh immer noch ein Arbeiter da arbeiten. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ah, fortsetzen. Deine Siedlung ist jetzt autark. Solange das Wasser fließt, erwäge den Bau eines Dammes oder das Aufstellen weiterer Wassertanks, um die Dürreperiode zu überstehen. Das Trail hat dich die Grundlagen gelehrt, aber vieles musst du nun auf eigene Faust erkunden. Viel Glück. Dankeschön. Hätte das Tutorial eben auch schon beenden können. Geil. Okay, also ich muss die Dürre überstehen, sagen die mit Wasser. Großer Wassertank, Kapazität 300. Bewässerungsturm. Der gibt wahrscheinlich Sinn für... Ja, der gibt wahrscheinlich Sinn hier oben. Wasserströmungsanzeige. Mechanische Wasserpumpe. Brauchen wir mehr Wasser? Du musst den Arbeiter entfernen. Pausieren reicht nicht. Ach so. Hier ist keiner dran. Hier ist auch keiner dran. Hier ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Dann kann ich hier einer... Tue ich den raus? Hier, wenn ich pausiere, ist er draußen. Wenn ich wieder Play mache, dann sucht sich ein neuer. Ich hätte gerne eine Übersicht. Wie viele Arbeiter habe ich verfügbar? Hier sind 11 große. Und 5 Jungtiere. Wahrscheinlich sind Jungtiere noch nicht arbeitsfähig, weil Arbeitsschutzgesetz und so. Wie viele Arbeitsstellen haben wir überhaupt, die belegt werden müssen? Ich habe keinen Bock, das abzuzählen. Das ist hier. Sind es 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Weil das sind wohl auch noch 2 Arbeitsplätze. Ja, dann geht's doch genau auf, ne? Gut, aber da wird was platziert. Da ist einer am Arbeiten. Sehr schön.
Was ist das für ein Zeichen? Gebäude ist voll. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass die Dürre uns fickt. Wasserableiter. Leitet Wasser ab. Wollen wir sowas? Ist doch gar nicht günstig, Alter. Kleiner Wassertank. Großer Wassertank. Ich wüsste ja gern, so eine Dürre, da, die haben was mit einem Damm geschrieben. Also wird so ein Damm eine Dürre wohl aufheben oder wie? Dass ich da Sachen, also Wasser sammle dafür? Ist das von Vorteil? Wir bauen einfach mal nochmal noch einen Wassertank. Wird es nicht schaden, mehr Wasser zu haben. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Essen. Keine Ahnung, wie lange reicht das? Gibt es hier irgendwie Prognosen, Diagramme, irgendwie, die mir sagen, so und so viel Zeit oder Tage überleben wir so? Du wirst so einen Online-Bug-Tracker und... Ah, nein, 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 das brauche ich nicht. Okay, Prioritätenstrukturen, dann wird das hat ein bisschen Speicher. Kleines Lagerhaus. Großes Lagerhaus, das brauchen wir gerade nicht. Arbeit. Schlepperposten. Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb ihres Distrikts beim Transportieren von Gütern und steigern so deren Produktivität erheblich. Okay. Wohnungen. Mini-Hütten, Doppelhütte, Dreifachhütte. Du staust Wasser, damit es langsamer abläuft. Ja, kann ich das Stauen nicht irgendwie auch Energie erzeugen? Weil, wenn ich jetzt stauen würde, würde es langsamer ablaufen. Ich würde den Fluss hier oben auch verlangsamen, weil es sich hier anstaut. Da wird mein Rad langsamer laufen. Was hätte ich davon? Oder kann ich mir Druck dahinter erzeugen, dass ich gezielt irgendwie Wasser durchlasse oder so eine Scheiße? Mit so einer Art Schleuse oder irgendwas? Weil, wenn die Dürre kommt, dann wird mein Damm auch nichts mehr bringen, schätze ich. Auch wenn die da einen toll was von Dürre und Damm geschrieben haben. Oder du staust, um etwas zu überfluten. Will ich etwas überfluten? Kann ich aus dem Dürrenland wieder normales Land machen? Ne, das ist eh zu hoch. Baustelle fehlen Materialien. Ach komm, die Bäume brauchen halt Jahre. Bäume fällen. Das muss ich, glaube ich, auch hier alles markieren, dass das alles als Fellgebiet gilt, ne? Bringt es was, noch einen Förster ans Land zu bringen? Ich denke, schaden wird es nicht. Wie weit ist seine Reichweite? Da könnte ich hier noch ein bisschen... Hier oben kann ich nichts platzieren. Hier könnte ich noch einen Wald bauen. Ich finde, Holz ist sau wichtig für uns. Wir werden einfach nochmal ein Stückchen Wald platzieren. Wir können sie immer noch entfernen. Kiefer? Ist das noch die Reichweite? Hat genau gereicht. Perfekt. Sägewerke. Könnten vielleicht noch eins bauen? Wobei, es reicht uns jetzt schon nicht an Arbeiter. Ich wüsste echt gern, wie man... Die müssten hier mal langsam erwachsen werden, die Viecher. Ja, da wird's grüner. Geil, Alter. Okay, ich habe hier, glaube ich, keine Dürre. Doch, hier ist Dürre. Krass, ist das aus der Menschenzeit? Ich habe da irgendwas im Trailer gesehen, dass es irgendwie die Menschenzeit gab oder so. Die haben irgendwas verkackt und dann sind die Biber irgendwie rangekommen. Es gibt ja auch noch andere Biber, die so ein bisschen auf... Die sind ein bisschen geil auf Metalle und so ein Kram. Die haben gar keinen Bock auf dieses Ökologische. Die sagen erst die Arbeit oder irgendwie, wie stand's da? Erst die Arbeit, dann die Arbeit? Das ist richtig nach dem Motto. Ja, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Okay, was gibt's noch? Wir haben Sägewerke. Wir könnten Wasser automatisieren. Getriebewerkstatt. Hier werden aus Planken Getriebe gefertigt. Die braucht man dann bei Plünderflagge. Okay, man kann irgendwie ein neues Land ergründen. Ich denke, diese Leitern und Treppen werden geil. Dann hätten wir hier mehr Land. Wir könnten hier ins Ödland hoch. Hier ist so eine Treppe. Das ist wieder so ein Menschending wahrscheinlich. Keine Ahnung, was das mal war. Ist ja alles Ödland hier. Können wir da irgendwie Wasser über so eine Ebene hochbringen? Könnten das hier alles fluten, dann hätten wir hier sogar noch einen See. Wie geil wäre das denn? Eine natürliche Barriere, die Wasser blockiert, kann abgerissen werden. Nur ebenerdig, muss auf dem Boden gebaut werden.
Okay, dann könnte ich hier das Ding hier fluten. Hätte ich was davon? Dynamit zerstört den darunterliegenden Geländeblock und lässt benachbarte Dynamitladungen hochgehen. Nur ebenerdig, muss auf dem Boden gebaut werden. Okay, um sowas wegzusprengen, müsste ich ja erstmal eine Ebene drüber sein. Wenn ich das hier mache, mache ich ein Loch. Wissenschaft, kann ich das erweitern? Sternenwarte. Erlangen die Biber mehr Wissen über die Welt, in der sie leben. Nur Biber. Nur Biber dürfen an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Ey, was hätte ich denn sonst? Menschen? Raffinerie. Holy shit, was sind da für Arbeitswege? Und vor allem, ist es Sprit? Produzenten können Kraftstoff... Oh ja, Tatsache. Und aus Nahrung und Wasser her... Aus Nahrung vor allem. Junge, da gern die Blüten, aber... da würde ich was anderes draus machen, aber kein Kraftstoff. Moin, Reaper. Was ist denn hier los? Da liegen Karotten rum. Okay, es muss hier irgendwo Wohlbefinden, Dekoration, Monumente. Einstellungen. Metall, Energie, Wissenschaft. Irgendwo gibt es das doch, dass ich hoch kann. Damm, Deich, Schleuse, Doppelschleuse, das hatten wir alles schon. Sprengstofffabrik. Erdbagger. Ein schweres Gerät zu sammeln von Erde. Nur Golems dürfen an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Okay, es gibt durchaus noch mehr Tiere. Imagine, Tiere. Holztreppe, 70 brauchen wir dafür. Hängebrücke. Gibt Pfad, Distriktzentrum, Distrikttor, Trenddistrikte. Okay, Holztreppe, damit könnten wir neues Land erforschen. Dann hätten wir hier die Bäume noch. Wahrscheinlich brauchen wir dann auch einen neuen Distrikt. Können wir das einfach so bauen? Es braucht 4... etwas. Was ist das? Hier könnte ich einfach einen Distrikt bauen, das würde gehen. Dann schalten wir uns jetzt die Treppen frei. Und bauen die mit gut Glück da einfach mal hin. Pfade, Treppe. Komm. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann da hoch. But I think so. So, wo sind die Wege? Hier. Da kommt da direkt so eine Fellerflagge hin. Ah ne, Distrikt, glaube ich. Oder reicht das noch aus? Ich weiß nicht. Glaub nicht. Mal schauen, was passiert, wenn die Treppe platziert ist, ob es dann geht. Unter Pfade. Jupp, danke. Hab ich schon gefunden. Braucht sogar Planken. Nur, dass sie auf Lager haben. Gut, lohnt es sich noch irgendwo hochzugehen. Da haben wir Felder. Da hinten geht es noch raus. Dann geht es hier ewig entlang. Wie könnten das sogar hinkommen? Und hier können wir runter und können das auch alles fällen. Was ist das hier? Löwenzahn. Nice. Kann man das essen? Holzscheit. Also das mit dem Holz ist echt ein Riesending. Also da müssen wir auf jeden Fall mehr bekommen. Die Pflanzen hier auch wie die Irren. Und da eine Baum hier, kann man den nicht noch fällen? Wow. Nimm ihn mit. Steht die ganze Zeit friedlich im Baum rum. Der wird jetzt erstmal in der Treppe verarbeitet. Okay, das ist auch wieder viel Sinn, ne? Der bringt einen Biber das dahin. Oh nein, 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 mach jetzt keine Planke draus. Ich brauch ihn doch da oben. Er macht eine Planke draus. Danke für nix. Du dreckiger Biber. Einfach ein Biber-Game. Ja, Reaper, ist doch geil. Weißt du, das ist das City Skylines in Biber-Version und weniger Verkehrsaufkommen. Bruh. Imagine, bruh. Ja, danke. Übrigens, ich glaube, ich habe das mit den Alerts und alles wieder hinbekommen. Ich habe den Fehler gefunden. Ich bin krass, wa?
Ich glaube, das hat potenziell schon ein bisschen Suchtfaktor, das Ding hier. Was dann? 3 Tage, Sonne. Was habe ich jetzt? Ah ja, jetzt macht er mir Druck, ne? Also, ja, Sonne. Jetzt habe ich doch auch Sonne, oder was ist das jetzt? 2,9. Ach komm, ich baue einfach Wasser. Ich keine Ahnung. Kein Bock auf Dürren. Ich horte jetzt einfach Wasser. Ich habe kein Holz dafür wahrscheinlich. Dürre incoming. Ja, geil. Nicht der Einzige über den Flohmarkt. Ach, ja. Genau, Elias. Dankeschön. Bald kein Fluss mehr da. Ja, dann sollen die erstmal sich gucken, dass sie sich ihre Grundnahrung hier mit Wasser und Nahrung sichern. Mir wär's recht, wenn sie brauchen einen Holzscheit. Kann ich das wie... Komm, hier, priorisieren. Komm, gib ihn. Scheiß jetzt auf das Ganze hier. Dann können wir nämlich... hoffentlich Wasser bauen. Holz abbauen. Danke dir, Della, für deinen 9. Also ich habe den gehört, den Alert. Hier hoffentlich auch. Okay, das ist ein bisschen dunkel auf dem Overlay. Aber danke dir. Küsschen aufs Nüsschen. Warte mal, Owen hat den Just Reception. Ja, doch, war ja so. Dachte schon. Das Owen 3D hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, Bro. Perfekt, naja, man hat sie mindestens gehört, darum geht's ja. So, wenn die jetzt endlich wieder hochkommen würden. Wie soll ich das noch mehr priorisieren? Woran hängt's denn? Ich brauche noch einen einzigen Kackbaum. Die brauchen ja wahrscheinlich nur eine Weile. 12 Tage! Ach, scheiße! Die haben das Wasser ja auch nicht fertig gebaut. Und jetzt hängt's an einem Holzscheit. Komme ich irgendwo an Holz ran? Nee, ne? Wann bewegt die Ständerkamera? Hier wäre halt Holz, das ist die falsche Ebene. Seit wann tut der Bot das so reinsenden? Das irritiert mich total. Naja gut, never mind. Was ist das denn jetzt aber hier? Ich brauche ein einziges Holz. Ich kann doch nichts abbauen, damit ich da rankomme. Was ist hier los? Gebäude ist voll. Mit was? Mit Essen oder wie? Ich würde gerne mehr Gebäude bauen. Jetzt kommt halt eine Dürre, ich habe kein Wasser mehr, keine Energie. Das heißt, es wird auch kein Dingsen hier hergestellt. Das Feld trocknet aus und das Wasser, was ich hier habe, reicht hoffentlich für meine Biber. Und die Hölzer brauchen noch, bis die erwachsen sind. 8%. Ja, alles so, ne? Hier wächst jetzt gar nichts mehr. Sie ist gestorben. Kiefer. Wie mad. 65%. 12 Tage. Ach, kann man das beschleunigen irgendwie? Ein bisschen drauf scheißen so, dass es ein bisschen so Dünger macht oder irgendwas? Holzscheite. Fertig gewachsen in 12 Tagen. Gesammelt von Holzfällerfahne. Ey, komm. Das triggert. Weil wirklich so, dass du das Gefühl, dass ich durch diese Dürre jetzt durch muss mit dem bisschen Wasser, was wir haben. Harry, hast du es noch nicht ausprobiert, die Bäume anzuscheißen? Bringt immer was. Mensch, der droppt dann schneller Holz.
Ich kann da nichts machen, ja? Ohne Holz geht hier gar nichts, bitte Biber. Die pflücken da fröhlich ihr Material. Ich muss nochmal kurz tappen, sorry. Perfekt. Aufnahme läuft soweit auch noch. Ja. Ja, das wird nachher sowas von 4 GB. Yay. Yeah.